Ausländer wollen Motorradfahrern an Wochenenden und Feiertagen verbieten. Motorräder sollen nach dem Willen des Bundesrates künftig weniger Lärm verursachen. Doch die Vorschläge der Länderkammer gehen noch weiter. Motorradfahren könnte an Sonn- und Feiertagen verboten werden. Die Länderkammer will sich nach einem Beschluss dafür einsetzen, dass die zulässigen Geräuschemissionen aller Neufahrzeuge begrenzt werden. Künftig soll ein Maximalwert von 80 Dezibel gelten, der in etwa der Lautstärke eines LKWs oder eines Rasenmähers entspricht. Die Länder möchten, dass Polizisten Fahrzeuge bei gravierender Lärmbelästigung sofort sicherstellen dürfen. Außerdem soll Tuning härter bestraft werden, wenn das Motorrad dadurch erheblich lauter wird. Das Sounddesign dass der Fahrer die Geräuschkulisse einstellen können, solle verboten werden. Die Länder wollen zudem beschränkte Motorradfahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen. Die Entschließung des Bundesrats geht an die Bundesregierung. Diese entscheidet, ob und wann sie die Anregung umsetzen will. Feste Fristen gibt es hierfür nicht. Ja, meine Meinung zu diesem Thema. Also mich stört der Begriff Lärmbelästigung. Also für mich ist es kein Lärm, das von Motorrädern ausgeht. Für einige ist es auch einfach nur ein Klang, also Musik in den Ohren. Das macht auch irgendwie Motorradfahren aus, dass die laut sind. Ja, schreibt gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Seid ihr auch dafür, dass Motorräder leiser gemacht werden und dass die an Sonn- und Feiertagen halt nicht fahren sollen?